Hey YouTube, willkommen bei SayWhat. Heute habe ich für diesen Kanal ein eher ungewöhnliches Unboxing für euch, und zwar ein Unboxing des Samsung Galaxy Note 3, also eines Android-Smartphones. Das hat mir die Firma theagegate.com spendiert, und wer sie kennt, der weiß, dann handelt es sich hierbei wahrscheinlich nicht um ein Originaltelefon, sondern um eine China-Replika, also ein Klon. Schauen wir uns jetzt mal an, wie die Packung so aussieht und was da jetzt alles drin ist. Ich habe mir natürlich auf YouTube vorher auch ein paar Videos angeguckt zum Thema Unboxing Galaxy Note 3, und ich muss sagen, ich kann kaum einen Unterschied an der Packung feststellen. Vielleicht gibt es auch keinen, und das ist quasi die Originalverpackung. Es sieht auf jeden Fall sehr danach aus. Vielleicht sind die Spezifika hier auf der Rückseite ein bisschen anders. Mag schon sein. Dann wollen wir das Ganze mal aufmachen. Es kam uneingeschweißt. Also quasi so, wie ich es hier aufmache. Und hier liegt das Gerät drin. Und ich muss sagen, das sieht schon mal gut aus. Aber wir legen das erstmal zur Seite und gucken, was wir noch alles hier in der Packung haben. So, dann öffnen wir das Ganze mal, und wir haben den Akku, das heißt, da wird kein Akku drin sein. Dann haben wir ein USB-Kabel zum Aufladen und Daten transferieren. Wir haben Kopfhörer und wir haben ein Wall-Plug-in, also einen ganz normalen Stecker für die Steckdose. Damit ist die Packung leer und kann beiseite. Guck mal hin, hier steht auch Samsung drauf. Das Note 3 ist natürlich von Samsung. Dann auf den Kopfhörern steht auch Samsung drauf. Das sind solche In-Earbuds, so sehen die so ein bisschen aus. Das USB-Kabel steht auch Samsung drauf. Also wir sind auf jeden Fall ins Detail gegangen, falls das keine Originalteile sind, wovon ich jetzt mal ausgehe. Und haben zumindest sie alle so aussehen lassen, als wenn es Originalteile wären. Auf dem Akku steht drauf, 3,7 Lithium-Ionen-Batterie natürlich, und 12,16 Wattstunden. Na dann. Hier haben wir jetzt das Gerät. Schauen wir uns das auch mal genauer an. Und hier ist der Ein-Ausschalter. Ja, Batterielichter. Dann haben wir hier oben den Headphone-Jack. Hier sieht man die Kameras auf der Innenseite. Und hier haben wir den Home-Button. Und zwei Touch-Button, die kann man schon erkennen. Und ich bin mir relativ sicher, dass beim Original man die nicht sehen kann. Dieser Menü-Button hier und der Zurück-Button, falls ihr die jetzt nicht erkennen könnt, liegt das einfach an der Auflösung und so. Und an der Helligkeit, an der Einstellung. Aber die kann man auf jeden Fall gut mit dem Auge erkennen. Haben wir hier noch die Wippe. Also die Knöpfe fühlen sich alle ordentlich an. Auch die Rückseite fühlt sich gut an. Ist so ein Lederimitat. Und wir haben hier auch den Stylus, und auch der fühlt sich gut an. Ja, es macht keinen schlechten Eindruck. Also ich würde es jetzt auf jeden Fall, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Hier an der Linse zur Kamera, da sieht man, dass das richtig mies verklebt ist. Also so Klebereste, Spuren etc. Daran könnte man es jetzt so auf Anhieb erkennen. Ansonsten würde das wirklich schwerfallen, dieses als Klon zu identifizieren. Also, ich meine, das Ding kostet auch 150 US-Dollar ungefähr, plus Zoll, was nochmal so 30 Dollar sind ungefähr. Aber, also, ja, ach, das war gar nicht richtig zu. Guck mal an. Doch, ist relativ schwer, macht einen sehr ordentlichen Eindruck. Also ich hätte mir das Original jetzt ein bisschen, ja, keine Ahnung, schöneres Leder auf der Rückseite vorgestellt. Aber so von der Verarbeitung fühlt sich das sehr wertig erstmal an. Lass mal gucken, ob man hier... Ach guck mal, da ist sogar schon ein Akku drin. SIM-Karten-Slot. SD-Karten-Slot ist auch da drin. Ja, das macht einen ordentlichen Eindruck. Ich bin mal gespannt, wie es sich in der Performance da zeigt, wenn man es dann wirklich mal ausprobiert und als Telefon nutzt. Aber so generell von der Optik und vom Unboxing und so bin ich jetzt erstmal positiv überrascht. Hätte ich nicht mit gerechnet. Von da aus
Ja, schauen wir uns dann demnächst in einem weiteren Video mal an, wie es sich so schlägt, wie die Kamera funktioniert, etc. Und ansonsten freue ich mich dann bis auf die Review und wir sehen uns dann wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.